So, willkommen zurück zur nächsten Folge. Wir machen jetzt keinen Angriff. Ich schieß die jetzt kaputt, habe ich schon gesagt. Ich schieß die jetzt kaputt. Ah, die sind an Bord. Schade, die sind an Bord. Hab ich gerade gesehen. Oh, daneben. Muss mich umdrehen. Schnell umdrehen. Bin ein bisschen schnell unterwegs. So. Das ist schon immer echt spannend. So. Zurück zum Schiff. Ich hab ihn auch getroffen. Oh, ich hab nichts mehr. Bin ziemlich angeschlagen. Gut, dass das so ist. Gut, dass du mir das auch sagst, vor allem, mein Freund. Ah, schön. Das freut mich voll. Oh, das sinkt. Ja, ja. Yes. Ihr seid so schlecht. Geil. Ist viel zu lange her. Es macht echt Spaß, immer noch. Es macht echt immer noch Spaß, Langley. Voll geil. Müssen wir schauen, ob da jemand da ist von denen. Ja. Versuchen zu fliehen mit dem Schatz. Ja, beide. Um zu fliehen. Komm doch her, mein Freund. Wo ist er denn? Da hinten ist er. Wo ist er denn? Da ist er. Hi! Nice! Das mag ich. Wander wird vom Hai angegriffen. Ich glaube, der ist auch tot. Ne, heute die Meerenfrau ist noch da. Da ist der noch irgendwo. Da ist er. Er ist weg. Oh. Kurskorrektur. Die sind weg, das heißt, ich hol mir jetzt das Zeug und geb's ab. Die hassen mich jetzt. Oh, scheiße. Die werden Jagd auf mich machen. Die werden dermaßen Jagd auf mich machen. Oh, die hassen mich jetzt. Oh, scheiße. Das ist geil, echt. Hey, Schatz, bleib da. Es macht schon immer nur Spaß, Langley. Also, mittlerweile mit den neuen Updates hat man doch ein bisschen mehr Möglichkeiten. Du siehst es ja. Es gibt halt echt einen Haufen Gold, das was ich jetzt hier habe. Die kotzen das gerade richtig ab. Diese Schätze auf Devil's Shore,
Da verdienst du immer das Doppelte an Gold. Oh. Das war der Hai. Scheiße. Lass mir eben den Hai töten. Wo ist er denn? Keine Ahnung. Ich sehe ihn nicht. Wo ist denn der Schatz? Da ist er. Der Hai ist weg, oder? Ich sehe ihn nicht mehr. Wird schon passen. Ja, du kommst leider gar nicht zum Zocken. Stimmt. Das glaube ich. Das ist doch eine Familie, gell? Du musst immer Rundumbetreuung machen. Da muss ich mir schnell unbedingt abhauen. Wir müssen. Ich weiß gar nicht. Wo müssen wir hin zum Außenposten? Wo ist denn der Außenposten? Da ist er. Schnell abgeben, weil die kommen nämlich auf jeden Fall. Die sind stinksauer. Die kommen auf jeden Fall, wenn sie ihr Schiff wieder haben. Und die haben schon ihr Schiff wieder. Irgendwo sind sie unterwegs. Vielleicht warten sie sogar da hinten beim Außenposten. Ich weiß nicht genau. So. Wichtigste ist, wir haben den Schatz. Und wir sind auf dem Weg zum Außenposten. Gib Stoff. So. Das ist, jetzt schaut es nochmal schnell, das ist der Außenposten. Ich muss. Ja, ja, egal. Ich muss hierher. Auf die linke Seite. Das heißt, ich muss nach Westen. Links rum. Nee. Nach Westen, habe ich gesagt. Dann rechts rum. Okay. Ich bin schon gespannt, ob die irgendwo unterwegs sind zu mir. Ist heute Piraten Open End, Nachtspion, ich komme gar nicht weg. Servus übrigens. Ich komme gerade halt nicht weg von Sea of Thieves. Das macht gerade so Spaß. Vor allem, ich habe gerade zwei so Typen überfallen. Das war sau geil gerade. Ich habe zwei Typen überfallen. Und ich habe das Schiff vernichtet. Das war super geil. Die waren halt einfach unaufmerksam. Die waren an. Das war Insel. Und die haben das Schiff nicht mehr beobachtet. Beziehungsweise die Gegend nicht mehr beobachtet. Ich bin dann ums Eck gekommen und habe ihr Schiff vernichtet. Und der eine wurde vom Hai fast gefressen und hat sich dann wegteleportiert. Und den anderen habe ich erschossen. Das war super geil. Jetzt habe ich ihre Schätze geholt. Es war zwar nicht viel, aber es war auch nicht wenig. War okay. Aber die jagen jetzt mich bestimmt gleich. Sind irgendwo auf dem Weg bestimmt. Wollte ich nicht lang. Das ist immer voll oft, dass ich statt ein Steuerrad die Leiter erwische. Aber sie haben es nicht geschafft. Sie sind nicht rechtzeitig gekommen. Ich konnte es abgeben. Oder? Keiner da. Sau geil. Cool wäre es jetzt eigentlich gewesen, Langley, wenn du dabei gewesen wärst. Und wir hätten wieder ihr Schiff geklaut. Wie damals die Galeone. Aber damals die Galeone von ein paar Leuten geklaut. Das war so geil, echt. Wir haben uns gefreut wie der Schnitzel. Die Galeone. Ich habe noch sogar irgendwo einen Clip, glaube ich, davon. Das teuerste zuerst. Betänst du. Hi. So, schön. Bitteschön.
2000 Gold. Hat sich auf jeden Fall rentiert für mich. Auf jeden Fall. Und das? Dafür, dass ich fast nichts gemacht habe. Ich habe nur zwei Leute gekillt und die Schätze aufgesammelt. Das Schwierigste ist ja echt wirklich hier bei Devil's Roar, dass du die Schätze holst und nicht stirbst durch die Vulkane. Das ist wirklich sauschwierig. So. Gut. Alles abgegeben. Nice. Ich habe noch hier einen Auftrag und zwar Morrow's Peak Kauffrau Matilda. Wo ist denn die Matilda? Esther. M, was ist ein M? Taverne ist das nicht. Head. Weil die Anfangsbuchstaben von den Personen, die heißen immer nach den Gütern. Talula. T für Taverne. Oder Tavern. C für Closes. Das ist Matilda. M. M ist Merch. Keine Ahnung. Madame. Oh ja. Nee. Dann ist sie unten wahrscheinlich. Die Merchants. Stimmt. Moment mal. Bananen holen. Am Steg genau die hinter. Dankeschön. I poke. Merchants. Wie? Ja? Doch nicht. Ah, doch. Halt. Genau. Hier gibt's Seide. Ruby's Fall, da war ich gerade vorher. Gerade. Oh. Genau mit den falschen Gütern runtergesprungen. Ja, noch geht's. Die Teufelsstoffe, die sind halt echt. Ding ein Haufen Kohle, ey. Oh man, ich hasse die Pflanzen. Das ist sie. Ich hab gar keinen Bock, schon wieder das Wasser reinzufüllen. Mehr Seide. Und haben wir Pflanzen wahrscheinlich, oder? Ja, natürlich noch mehr Pflanzen. Ich will Grog haben. Ich will Grog. So. Gut, mehr kriege ich sowieso nicht von dir. Ich müsste eigentlich nach Flintlock Peninsula. Da habe ich einen Haufen Zeug. Hm. Was liegt denn näher? Ist wurscht. Ja, dann fahren wir nach Ruby's Fall schnell. Fahren wir schnell nach Ruby's Fall. Das liegt ja fast auf dem Weg, wenn ich hier links lang fahre. Liegt ja fast auf dem Weg. Das ist eine große Kurve. Ruby's Fall ist das da hinten, oder? Das hier. Aber mal schnell. Ja. Moment. Nee, das ist das schon. Das ist das schon. Dem anderen wird sowieso Gott links gespuckt. Laber gespuckt. Mal schnell. Ah, ist doch falsch. Muss ich doch noch rechts fahren. So.
das hier. Gut. Ja, wir machen es so, weil angeblich fährt das Schiff so schneller. Achso, jetzt ist. Hä? Jetzt ist Rubies voll, ist jetzt gerade ausgebrochen. Fuck! Na gut, dann halt nicht. Dann halt nicht. Erzogen. Dann fahr ich doch noch Flintlock. Dann holen wir jetzt noch die letzten Schätze. Südwesten war das. Genau. Südwestner. Genau. Da hinten. Mag das. Dieser unheilvolle Ton. Echt cool. Bisschen näher müssen wir noch kommen. Dann passt's. Jetzt passt's. So. Dann, wo müssen wir hin? Irgendwo links. Zweiten Stein. Was ist? Achso, Bananen. Meine Freunde sind auch wieder da. Natürlich, natürlich. Hm. Uah, nein, 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 nein. Oh, okay. Wow. Da stand mir auch ein Typ im Weg. Hey, da ist jemand. Das ist ein Neuling, glaube ich. Seefahrer steht da. War wahrscheinlich der von vorher. Oh. Okay, hier geht's ab. Hm. Das Erdbeben. Blöd, da muss ich mal schauen, dass ich den Anker setze. Oh nee, oder? Fuck my life. Muss weg. Ja, das ist oft so bei Ruby, bei Devil's Roar, dass man hier einfach wieder abhauen muss. Zur nächsten Insel fahren muss, weil hier ist gleich Party. Der Vulkan bricht aus.
Wasser. Ja, ich hab sogar Wasser hier. Pflanzen schauen gar nicht so schlecht aus. Bis gleich bei der nächsten Folge.